Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dark Souls 3. In der letzten Folge haben wir die Kathedrale des Abgrunds weiter erkundet. Und ja, sind noch ein paar Mal gestorben. Aber hey. So, ich habe offscreen einiges an Waffen und anderen Items verkauft und unsere Seelen. Ich habe aber auch schon direkt den 20.000 Seelenschlüssel gekauft. Und wir können uns ein letztes Level bei Yol holen. Ah, ja. You have attained ample strength. All will soon be clear, my good lord. Yep, das wird es. So, ich habe mir aber überlegt, dass wir jetzt zumindest mal kurz bei dem guten Orbeck einkaufen. Ihmchen hier. Oh, you're back then. Again. I'm Orbeck of Vinheim, here to teach you sorceries. Let us begin with the basics. The ideal sorcerer bears the twin faces of the dragon. You could at least act as if you're paying attention. Entschuldigung. So, bei ihm können wir alle möglichen Zauber kaufen. Und wir werden bei ihm alle Zauber kaufen müssen, da ich seine Quest vollständig haben möchte. Bevor wir das aber anfangen. Okay. In exchange the form of I hope. So, das heißt, wir fangen jetzt mal an, kaufen uns mal die Seelenpfeile, auch wenn wir die schon teilweise haben. Für 2000 Spook und eurystischer Köder. So, kurz gucken. Okay. Zwischendurch kann man ihn ansprechen nach einer gewissen Anzahl an Zaubern und kann dann entsprechend ein bisschen mehr über ihn erfahren, was ich gerne machen würde, aber er will nicht. So, dann werden wir jetzt mal nach oben gehen müssen. Ah, ich habe noch was vergessen nachzugucken, verdammt. Okay, ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns sofort hier wieder, auch wenn der Nebel weg ist. So, da sind wir wieder. Nebel weg. Riesenbaumsamen, sehr schön. Die kann man theoretisch jedes Mal holen, wenn man invasiert wurde. Besteht eine Chance, dass einer fallen gelassen wurde. Oh, okay. Und ja, da sollte man zwischendurch mal nachgucken. Ich wusste gar nicht, dass NPC-Invades das auch triggern können. Die Riesenbombsamen sind eigentlich ganz cool. Die bewirken nämlich, dass für eine kurze Zeit der, dass Gegner, also das Invader auch von Gegnern, ja, die Aggro ziehen können, das heißt, dass die auch von denen angegriffen werden können. Was ziemlich cool ist. So, wir holen uns hier einmal die Seele einer Feuerhüterin. Das ist das Item, das müssten wir unserer Feuerhüterin geben, damit sie die dunklen Siegel heilen kann. Werden wir nicht tun, könnten wir aber. So, ich habe jetzt natürlich vergessen, Gespenst aka Spook auszurüsten. Denn wir wollen da unten die Items haben. Aber da ich sowieso hier nochmal runter muss, auch hier wäre jetzt Spook von Vorteil, aber wir können ja glücklicherweise zwischenlanden. So, hier können wir nämlich auch mit den Raben tauschen. Oder Krähen oder was auch immer. Ja. Pio Pio, Poco Poco. Wir geben denen jetzt nämlich ein Bande der Wirbelsäule. Ja, damit kriegen wir, weil wir etwas bei ihnen getauscht haben, kriegen wir die Herbeirufen-Geste. Und wir kriegen Lucatils Maske, das heißt, wir haben jetzt Lucatils Set komplett. Das wollte ich ja noch haben. Und dann gehen wir einmal kurz hier runter. wobei, wir können uns die Sachen auch später noch holen. Das ist nicht so schlimm.
Das ist, glaube ich, eh nur das Set einer Feuerhüterin, wenn ich mich richtig erinnere. Also nichts Dramatisches. Estus-Scherbe oder so haben wir leider aktuell nicht. Das heißt, wir reisen wieder zurück. Denn wir können jetzt noch etwas, ein bisschen was machen. Das werden wir jetzt auch tun. Und zwar. Halt, ich habe immer noch was vergessen. Glücklicherweise können wir an jedem Leuchtfeuerzauber einstimmen. So, Gespenst. Ich muss demnächst mal unsere Zauberei weiter aufleveln, damit wir mehr Zauber ausrüsten können. Dringend. So. Anstatt zurückzugehen, wo es eigentlich weitergeht, gehen wir erstmal hier lang. Und hier wird jetzt so ein bisschen was Optionales für uns zu erledigen sein, was aber nichtsdestoweniger nervig sein kann. Erstmal haben wir hier, können wir uns jetzt für jeden Bolzen rächen, den er uns reingedrückt hat. So. Hier gibt es eine Leiter noch weiter hoch. Wenn jetzt ein bisschen über die Dächer turnen. Aber muss halt auch mal sein. So, dieser Typ hier ist sehr freundlich, der gibt uns nämlich einen schönen Ring. Nämlich den Ring des Abgrunds. Sollte er uns geben. Danke, Abgrundring, genau. Den Ring rüste ich beim nächsten Leuchtfeuer aus. Der gibt uns nämlich einen zusätzlichen Zauberei-Slot. Das heißt, das ist vom Prinzip her wie der Heiligenring aus Karim. Nur halt, wir müssen ihn nicht kaufen. Okay, ja, 300 Seelen, wow. Da ist massivst viel Seelen, 300. Ja, und die Armbrustschützen da unten schießen auf uns. So, ich glaube, hier ist für uns jetzt gerade noch nichts. Genau, im Nürgern-Fluss liegt hier ein Ring rum. Ich weiß gerade nicht welcher, aber irgendein Ring liegt hinter ihm rum, hier in der Ecke. So. Jetzt werden wir gucken. Sklave. Ich wollte gerade sagen. Wir könnten jetzt hier schon rein. Das werden wir jetzt aber noch nicht machen. Ich will nämlich erstmal hier lang gehen. Und ja, da sehen wir schon ein paar Sklaven, die aber auch nichts bewachen. Das heißt, die können wir getrost ignorieren. Den Typen da hinten würde ich mich gerne anlegen. Sehr schön. Schon schneller. Ja, zumindest haben wir den Zauber durchgekriegt. Dann ist das Ganze nicht so schlimm, dass wir von ihm getroffen wurden. So, hier gibt es den nächsten Eingang. Da hinten liegt eine Waffe bzw. ein Item. Ich glaube, es ist eine Armbrust. Und natürlich hinter uns krabbeln jetzt. Ja, hier ist nochmal eine Arbalest. Krabbelt noch ein Sklave hoch. Stirb einfach. So, und da hinten ist noch ein Sklave, der noch ein paar Items bewacht. Der ist aber auch nicht alleine. Hätte das gedacht. Komm, ich wollte gerade sagen, lass mich den anvisieren. So, da oben. Ich weiß nicht, wo die anderen Sklaven sind. Werden sich schon zeigen. Ah, der hängt hier an der Wand. Eine weitere bleiche Zunge. Die könnten wir irgendwann später benutzen. Werden wir aber nicht tun. Die sind halt für die Rosarias Finger, von denen wir ja die drei NPC-Finger kennen. So, weil die Sache mit dem Anvisieren immer so eine Sache ist. Komm mal her. Ja, hier oben hätte ich persönlich, würde ich es bevorzugen, einen Großbogen zu haben. Aber man kann leider nicht alles haben. So, da ist noch einer von denen. Komm her. Und da ist vor allem ein Kathedralenritter, der kein Schild benutzt, dafür einen großen Zweihänder.
Was echt nicht so freundlich ist, weil der Typ macht Schaden, wenn er uns trifft. So, wir wollen aber das Item hier haben. Einfach. Nicht, weil wir es brauchen, aber weil wir es haben wollen. Ne, kennt man ja. Es geht immer ums Haben. Au. Ich will an deinen Rücken. Meine Güte. Backstep Fishing ist bei denen immer noch das effektivste. Der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Puh. Mich wundert, dass der zwischendurch nicht versucht hat, sein Schwert zu verzaubern. Das können die nämlich auch. Und dann hauen die richtig Schaden raus. So, das Problem ist, da hinten steht noch einer. Und da ganz hinten steht noch ein dritter. Und mit einem Großbogen könnte man versuchen, die hier einfach runterzukicken. Weil ein Großbogen stößt zurück. Und das ist ganz praktisch. So, ich hasse es jetzt kämpfen. Der tötet uns jetzt. Wenn er uns nicht durchlässt. Ja. Wenn er uns hier in der Ecke eingeklemmt hat. Deshalb. Eigentlich ist es sinnvoll, die nacheinander anzulocken. Das Problem ist, der dritte von denen trägt selber eine Armbrust. Also höchst unfreundlich. Naja, wir können uns jetzt aber ein bisschen was schenken von dem, was wir gerade eben gemacht haben. Und wir brauchen wesentlich mehr Belastung. Ich wollte eigentlich... den Ring gewechselt haben, weil Flints Ring wird uns nicht mehr lange nutzen. Der erhöht zwar unseren Schaden, aber eben auch nur, wie wir Belastung so niedrig haben, da wir später bei Belastung noch ein sehr gutes Stück hochziehen müssen. Ist das halt nicht so cool. Ja, den Ring gibt er uns leider nicht jedes Mal neu. Das wäre eine nette Seelenquelle. So. Ja, komm runter. Hoch, meine ich. So, wir können mal gucken, spaßeshalber. Wir machen 112 Schaden an dem Sklaven. Der auch rauskommen kann. Wir machen 113. Interessant. Wir machen jetzt mehr Schaden als ohne den Ring. Als mit dem Ring. Gut zu wissen. Ich hatte nicht... Ich wusste ehrlich gesagt nicht mehr. Ich war mir eigentlich sicher, dass der unseren Schaden nicht reduzieren kann. Achso, das war ein Armbrustbolzen. So, weil ich das Leben gerne habe gegen die Typen. So, was wir uns aber nicht schenken werden. Wobei, es wäre sinnvoll, wenn ich dann den anderen Eingang nehme. Es ist nämlich ganz sinnvoll, wie gesagt, die zumindest den anderen Ritter auch noch da vorne zu bekämpfen, wo man den einen schon bekämpft. Verdammt. Meine Güte, kann ich jetzt mal treffen. Dankeschön. So. Sollte vielleicht doch mal
Stab des Ketzers hier hinpacken. Die Fackel werden wir jetzt erstmal nicht mehr brauchen. Das hat zumindest den Vorteil, dass wir immer noch unseren Schild haben. Und wir haben ihn direkt geaggrot. Frisst trotzdem Seelenpfeil. Ich mag trotzdem, wie viel Schaden die machen. So. In den Rücken. Ausdauer regenerieren und drauf. So. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Was ist denn das da? Ja, eine kleine Titanitscherbe. Wir könnten demnächst mal unser Uchigatana zumindest auf plus 3 bringen. Weiter möchte ich es eigentlich nicht leveln, aus dem einfachen Grund, dass wir relativ bald auf eine andere Waffe wechseln und aktuell noch nicht an die Materialien rankommen, um die Waffe auch noch hochzuziehen zusätzlich. Verdammt. Das war zu kurz. Ha, getroffen. So. Okay. Scheinbar verlieren die auch die Aggro gerne mal. Ja, trifft er? Jawohl. Ich meine, wenn er die Aggro verliert, habe ich kein Problem mit. Jetzt nicht mehr. Oh, Kacke. Die haben scheinbar deren KI verbessert. Die sind nämlich früher gerne mal einfach da runtergefallen. Das war knapp. So, das Problem ist, wie gesagt, der Typ da hinten trägt selbst eine Armbrust. Das heißt, auf den Fernkampf will man sich nicht unbedingt einlassen. Das Problem ist aber auch, der hat ein Schild, wie wir sehen. Deshalb getroffen. Ich hätte mir giftige Pfeile oder so organisieren sollen. Das ist hier gar nicht mal so unriskant. Aber es geht. Ne, keine Pfeile mehr. Na gut, dann rüsten wir jetzt mal die guten Pfeile aus. Große Pfeile. Verdammt. Oh lol. Nice. Das hat gereicht. Die Weapon Art von dem hier, von dem Bogen. Das gefällt mir. So, und jetzt der Grund, weshalb ich primär Spook ausgerüstet habe. Und ja, ich nenne das Ding meistens nur Spook, nicht Gespenst. Tada. Denn hier gibt es etwas, was viele Leute, mich eingeschlossen, beim ersten Mal spielen gar nicht gefunden haben. Ja, der Typ schießt einen heiligen Zweizack. Unfreundlich, aber naja. So, wir holen die Viecher erstmal von der Decke. Das sind hässliche Maden. So, mit euch. Dann kümmern wir uns dann nach um euren Zauberer. Hallöchen.
Ding möchten wir hochfahren. Oh, cool. Ich habe noch eine übersehen. Ja, die Viecher sind an sich nicht schlimm. Die haben einen Nahkampf und einen Fernkampf, glaube ich. Sind aber primär nur zum Nerven da. Da oben hängen aber noch ein paar mehr, wie ihr seht. So, wir wollen hier den Zauberer ausschalten. Wenn ich ihn treffen würde, wäre das ganz gut gewesen. Au. So, da hinten steht zwar auch noch ein Zauberer von denen, der macht aber nichts. Der ist ganz freundlich. Viel zu viel von den Maden. Ich sehe nicht, welche von denen noch lebt und welche nicht. Weil dadurch, dass sich da ein, zwei drin bewegen, bewegen sich die ganzen Leichen mit. Du lebst noch. Ist auch nicht mehr. Und dann wollen wir dich noch haben. Ne. Stirb endlich. So. Der hier wird sich nicht wehren. Den töten wir trotzdem. Der gibt uns nämlich ein Item, was wir jetzt nicht brauchen. Der rote Symbolspeckstein. Aber dann haben wir es zumindest. Und wir kommen zum nächsten Leuchtfeuer. Was wir aber nur einmal kurz entzünden werden. So. Und zwar sind wir hier in Rosarias Schlafgemach. Rosaria sitzt da vorne. Die Mutter... Schrägstrich Chefin von Rosarias Fingern. So, wir holen uns den Item mal zumindest kurz. Ich werde ihn nicht ausrüsten. Ich meine, wir machen ja eh kein PvP. Dankeschön. So. Damit hätten wir das. Dann können wir mal zurückgehen. Natürlich bleibt uns jetzt nicht der Weg nach oben. Ja, wieder nach oben zurück. Der bleibt uns natürlich gerade nicht. So, da ist ein Item. Das möchte ich noch haben. So, die Sache ist die... Ich glaube, ja, wir werden jetzt einfach nur hier einmal das Tor öffnen. Ganz einfach. Damit kommen wir nämlich zurück zu dem Shortcut, wo wir den Antifluch-Großschild gefunden haben und so weiter und so fort. Und wir werden einmal kurz zurück in den Feuerbandschrein gehen. Und danach werden wir uns mit dem zweiten Riesen prügeln müssen, auf den ich keine Lust habe, weil... Na, der nervt. Wie man sich vielleicht vorstellen kann. So, wenn wir jetzt bei dir ein paar Sachen verkaufen. Ich weiß gar nicht mehr. Ach ja, Fähigkeiten deaktivieren. Das bringt uns im PvE nichts. Jetzt Finger kann ich auch mal verkaufen. Riesenbaumsamen. Na, den behalte ich erstmal. Davon haben wir zwei. Davon haben wir zwei. Die Arbaleste brauchen wir nicht. So, und dann können wir die Dornenrüstung können wir auch noch verkaufen. So, bei den Ringen werde ich auch mal kurz was aussortieren, weil das sind so Ringe, die ich eh nie anziehe. Und da wir keine Wunder wirken werden. So, ich weiß, das ist ein bisschen radikal, aber
Radikal bringt uns glücklicherweise noch ein Level. Außerdem können wir dann schon mal gucken, wie es mit der Quest von Yol weitergeht. Farewell, Ashen One. May the flame. Ja, mögen die Flammen uns leiten. So, Lucatils Klamotten sind schwerer und wir kommen über 70%. Okay. Ja, wir werden später Items kriegen, also Ringe kriegen, mit denen wir unsere Belastbarkeit erhöhen können. So, wir sehen, Yol ist tot. Aber dafür ist diese nette Dame hier angekommen. Oh, prithee. Art thou good Yol's master? Jo. I am Yoria of Londor, a close friend of his. Thanks to thee, Yol's soul is redeemed. Allow me to express my gratitude in his stead. Dankeschön. Würdevoll verbeugen. That a lord art thou not? Jo. Bearer of the dark sigil. And our Lord of Hollows. For the time thou remainst our Lord, we of Londor shall serve thee. And I, of course, am also thine. Ja, hier haben wir Yoria auf Londor, die ein paar mehr Sachen verkauft, die ganz nützlich sein können. Gerade der Läuterungsstein ist auf meinen anderen Charakteren unglaublich gut, denn... Ja, er hebt Aushöhlung auf. Und wir dürfen die dunklen Siegel nicht heilen, um die Quest weiterzutreiben. Aber die Aushöhlung dürfen wir heilen. Und das kostet halt so gesehen für uns 4500 Seelen. Jedes Mal. Aber dann sieht man wenigstens wieder gut aus. Und wir spielen immer noch Fashion Souls. Das darf man nicht vergessen. Oh, good Hollow. I'm afraid I must say. Orbeck of Vinheim is a cause of much consternation. He proclaimeth himself Lord of Hollows. If left alone, he may one day imperil thy rule. Fall to this matter yearly, else we are unraveled. Decisiveness is the mark of a true monarch. Ja, das ist, eine zusätzliche Quest von Yoria, die sagt halt einfach, hey, töte Orbeck, bring mir seine Asche. Werden wir nicht tun, denn Orbeck stirbt irgendwann von selbst. Das ist ganz praktisch. So, ich fülle das mal eben auf und hol uns hier noch ein paar von. Goodbye. Denn wenn wir sämtliche Zauber von ihm gekauft haben und einen weiteren Boss besiegt haben, wird er uns gegen einen speziellen Boss helfen. Und nach diesem Bossfight können wir ihn dann können wir seine Asche dann finden. Das heißt, wir müssen ihn nicht selber töten und kriegen seine Quest und diese Nebenquest von Yoria erledigt. Aber ja, das wird noch ein bisschen dauern, denn wir müssen ihm, glaube ich, 4 Schriftrollen sind es, glaube ich, bringen. Die halt alle nochmal ein paar Zauber enthalten. Und ja. So, wir werden jetzt zum nächsten Riesen gehen. Okay, die sind gerade weg. Das ist gut. Ja, du komm ruhig mit. Komm her, putt. Dann halt so. So, und du hier auch. Komm her. Dankeschön. So. Dieser Riese. Der kann einen ganz schön abfacken. Ich werde... Ja, wobei, ne, braucht man nicht. Wir könnten hier theoretisch noch so eine Barriere hochfahren. Aber da der Riese sich eh nie sonderlich weit bewegt... Ist das nicht so dramatisch. So, in dieser Grütze da unten, wir sehen es schon. Schleime.
Jetzt müssen wir mal gucken, nicht, dass wir den Riesen aufwecken. Das wäre nämlich nicht so cool. Es ist eigentlich sogar fast es nochmal wert, die Fackel auszurüsten. Komm mal her. So, das Problem ist, in diesem Schleim da drin haben wir sozusagen immer die Fat Roll, egal wie leicht wir sind. Komm mal aus dem Scheiß raus. Ist das so schwer? Dankeschön. Ich die auf den Treppen hier nicht so gut treffen kann. Oh. Der Riese ist immer noch nicht aufgewacht, das ist gut. Der schmeißt hier seinen Scheiß rum. Das kann man glücklicherweise immer kontern, also blocken. So, ich weiß, wir gehen jedes Mal in Guardbreak, aber das ist nicht so schlimm. Ja, da wollte ich wieder zu viel, wie immer. Ich will immer mehr und mehr. Nein, nicht in den... Oh, kacke. Dann macht das doch keinen Schaden mehr. Hey, aufstehen. Oh, kacke. Irgendwie treffen wir die Beine besser. So, tot ist der Riese. Ja, falsche Taste. So. Friss meine Fackel. Okay. So, das sind aber immer noch Schleime. Und zwar nicht zu wenige. Und mindestens eine Made müsste auch noch runterfallen. Zumindest tut sie das sonst immer. So, hier drin, wie gesagt, in diesem Schleim sind wir unglaublich langsam. Ja, da hängt sie. Die fällt dann gleich runter. Das Fackel und Schwert. Wow. Ja. Die spucken natürlich auch mit Maden. Toll. Konnte eigentlich den Schleim treffen. Gut. Selbst wenn er uns mit den Maden getroffen hätte, es hätte ein bisschen Schaden gemacht, aber das wäre es halt auch gewesen. Denn dank Fackel lässt die Blutung ja direkt von uns ab. So, ja. Treiben dich vor uns her. Du kommst nicht weg. Zumindest nicht ohne zu sterben. So. Und hier finden wir das Drang-Set. Aka das ehemalige Dragon Lake-Set aus Teil 2. Allerdings ohne den Helm. So, ich weiß, ich könnte wieder quicksteppen, aber nö. Diesmal nicht. So. Und das Drangset ist relativ schwer, ist aber eine ziemlich gute Rüstung. Also für das Gewicht. Sie ist eine von den
Es gibt ja, wie gesagt, drei Rüstungsklassen. Leicht, mittel, schwer. Also so ungefähr kann man das unterteilen. Und sie gehört zu den schweren, ist davon aber, glaube ich, irgendwie mit die leichteste. Hat aber dafür ziemlich gute Werte. So, den einen Kathedralenritter, der da gerade schläft, den ich gerade anvisiert hatte, den möchten wir gerade noch nicht wecken. Nein. Meine Güte, könntest du vielleicht einfach den Typen da anvisieren? Machen wir es halt so. Toll. Knapp daneben, knapp daneben. Toll. Jetzt spucken ihre Feuerbälle. Ja, die sind halt nicht gerade anfällig gegen Magie. Deshalb greifen wir zum Schwert. So, Bock nehmen wir. Mal, den sollst du anvisieren. Dankeschön. Vorteil ist, dass es wieder einer mit einem Schwert. Au. Ja gut, wir können uns von ihm komplett verprügeln lassen. Yay! Was habe ich gesagt? Wir können uns von ihm perfekt verprügeln lassen. Ich wollte doch noch was zeigen in dieser Folge. Na gut, dann müssen wir das auf die nächste Folge verschieben. Das war gefällt. Dezent. Na gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Morgen kümmern wir uns darum, dass wir unsere Seelen wiederholen und da weiterkommen. Und dann sind wir bald auch beim nächsten Boss. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns, Freunde. Ciao.